Willkommen bei Wer weiß, wie es geht. Heute möchte ich euch den Bosch PDU6 vorstellen. Und zwar ist es ein Metalldetektor, ein Kabelsuchgerät. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo eine Schraube setzen muss oder ich möchte jetzt in eine Wand bohren, ja, um eine Schraube zu setzen, dann kann ich vorher in der Wand mit diesem Gerät schauen, ob es irgendwo in der Nähe Metall gibt. Wenn ich jetzt grün sehe, ja, wenn er jetzt mit grün arbeitet, dann ist es okay. Da kann ich direkt durch das Loch durchbohren und halt meinen Dübel setzen und dann halt ja zum Beispiel ein Regal verankern. Ist gar kein Problem. Wenn ich jetzt rot sehen sollte, das machen wir mal. So, nehmen wir mal den. So, jetzt weiß ich, da ist auf jeden Fall Metall hinter. Da ist es halt super optimal reinzubohren. Dann gibt es noch die andere Funktion. Das zeigt mir hier auch gleichzeitig an, wie tief das ist. Also hier durch dieses Messen zeigt er mir an, wie tief das Metall ist. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die einzelnen Striche so an sich bedeuten. Ich würde sagen 2,5 cm. Aber das kann man auch ganz genau bei Bauhaus nachfragen. Da gibt es immer einen Fachberater, der euch dazu ja, sehr gerne beraten wird. Und dann gibt es noch die dritte Funktion. Die dritte Funktion ist, ich habe Strom gefunden. Also wenn er dieses Geräusch macht, dann hat er eine Leitung gefunden und da sollte man auf jeden Fall nicht reinbohren, klar. Und wenn ich ehrlich sein soll, bevor ich jetzt einen Schaden von ein paar tausend Euro habe, weil ich jetzt in ein Stück Rohr reingebohrt habe oder in eine Stromleitung, gebe ich doch lieber 49,95 aus. Das ist die unverbindliche Preisempfehlung zu erwerben in jedem Bauhaus. Und spare mir eine Menge Ärger damit, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und ja, bis zum nächsten Mal, weil wer weiß, wie es geht.